Meine Damen und Herren, der Herausgeber des Handelsblattes, Gabor Steingart. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich begrüße ganz herzlich Sie alle hier und insbesondere die beiden Familien, um die es ja heute hier geht. Die Familie Knoll hier vorne und die Familie Benz, den Senior natürlich ganz besonders, Rolf Benz. Große Ehre, hier bei Ihnen zu sein. Ich habe mich beschäftigt mit Ihrer Firmengeschichte, nicht nur, weil wir Kunde sind und unseren neuen Newsroom vom Handelsblatt 900 Quadratmeter komplett verknollen, also komplett mit Walter Knoll und ganz viel, auch Markus Benz vielleicht, Inspiration mit dabei sein wird, da freuen wir uns drauf. Ich habe mich beschäftigt mit der Firma, auch unter dem Gesichtspunkt, was können wir davon lernen? Was ist vielleicht die Erfolgsformel, was ist der rote Faden, die wir aus diesen 150 Jahren Walter Knoll für andere Familienunternehmen, für uns selbst, für alle, die wir in der Wirtschaft tätig sind, gewinnen können. Wir können es uns dabei nicht so einfach machen bei der Erfolgsformel wie dieser Herr. Das ist eine einfache Formel, die Relativitätstheorie. Sie kennen das alle und wahrscheinlich die Kinder von Markus Benz könnten die hier spielend erläutern. Das ist eine sehr einfache Formel. Das ist eine sehr einfache Formel gegen die, die wir jetzt hier gemeinsam zu entwickeln haben. Denn die Zauberformel für Walter Knoll ist deutlich komplizierter. Am Beginn steht dieses Wort Mut. Es braucht Mut, um überhaupt eine Firma zu gründen und das Angestellten- und Arbeiterdasein abzustreifen. Das genau ist vor 150 Jahren passiert. Der Vater Knoll sozusagen hat einen Handel aufgemacht und er war mutig, als er dann eben von Handel auch noch auf Zulieferer umgesattelt hat und dann tatsächlich in die Produktion gegangen ist. Mutig war, dass die Söhne sich der Aufgabe angenommen haben, mutig, das wurde verklärt, vorhin ja ein bisschen war, dass der eine Sohn, obwohl er eigentlich nicht zum Zuge kam, nicht zu Fortbildungszwecken, sondern aus Fluchtgründen nach Amerika gegangen ist, dort aber nicht locker gelassen hat und dort sozusagen dann zurückkommend eine zweite, weil er mit dem Bruder nicht einig wurde, Firma gegründet hat. Und von allen am mutigsten war der für mich sozusagen, den habe ich lieb gewonnen bei der Beschäftigung, das war Hans Knoll, der kam auch wieder nicht zum Zuge, das war schon der Sohn vom Sohn und niemand hat ihm irgendwas zugetraut, da ist er nach Amerika gegangen mit, ich glaube, wie alt war er, 21 Jahren sowas und hat ebenfalls eine Möbelfirma aufgemacht, die nannte er Factory Number One. Das war mal ein Statement gegenüber der Heimat, ein Mitarbeiter. Der Mut lag hier in der Familie, muss man sagen. Und dann haben sich ja zwei getroffen, als dann 1993 Rolf Benz, der sein Lebenswerk in Gefahr sah und hier nochmal einen Neuanfang gewagt hat, mit ganz viel Mut und dem zweiten Mut, dass er einen Juristen, Hilfe kann man doch da nur sagen, einen Juristen wie Markus Benz in die Geschäftsführung gesetzt hat und ihm vertraut hat. Also so viel Mut auf einmal und dann noch der Mut, uns heute Abend hier alle Freihaus einzuladen. Schon mal dafür sagen wir Dankeschön. Aber Mut alleine reicht nicht, da wird man Abenteurer, aber noch nicht Unternehmer. Es kommt was Zweites dazu, man muss in welchem Fach auch immer Exzellenz mitbringen und auch eine Liebe zur Exzellenz. Wir haben das ja vorhin gesehen, hier wurde das Leder ja gestreichelt wie wahrscheinlich sonst nur die Ehefrau. Also hier gibt es eine Liebe zu den Vormaterialien, die sehr weit geht, die Exzellenz, dass man eben nicht nur, Exzellenz ist nicht Elite für mich, dass man nur für Königshäuser und Diktatoren sozusagen Möbel baut, sondern für ein gehobenes Bürgertum, dass ich diese Exzellenz leisten will und die versteht, dass es einen Zusammenhang gibt eben zwischen der Ästhetik des Arbeitsplatzes und vielleicht dem Ergebnis, das dabei rauskommt. Kreativität ist, glaube ich, die dritte wichtige Zutat. Exzellenz, ja, viele Leute sind exzellent in dem, was sie tun, viele sind auch mutig, aber es braucht diesen Schuss Kreativität. Ich würde sagen, die Rockstars, Sie kennen das, sammeln abends von den Damen Zimmerschlüssel ein. Wir Journalisten leider nur Visitenkarten. Aber die Firma Knoll, die sammelt Designpreise ein auf der ganzen Welt. Den Red Dot Award, den scheinen sie abonniert zu haben. Also es sind Dutzende Preise. Wir haben vorhin das Chart gesehen. Es war zu lang, um es hier zur Vorlesung zu bringen. Also die Kreativität ist schon beeindruckend. Deswegen können wir die Formel hier beginnen mit dem, was wir bislang zusammengesammelt haben. Nämlich hier kommt also der Mut, es kommt die Exzellenz und es kommt eine Kreativität im Quadrat. Denn davon braucht man ja ein bisschen mehr. Der rote Faden.
diese Formel wäre ja noch in Einsteinscher Einfachheit und Schlichtheit zu verstehen, aber das reicht eben nicht, womit wir automatisch bei den Seerosen sind. Oder? Das ist doch ganz logisch, dass wir jetzt bei den Seerosen sind. Jeder, der Volkswirtschaft studiert hat, kennt das Beispiel mit den Seerosen. Wenn sich in einem Teich von Seerosen immer ein paar verdoppeln, also aus 2 werden 4 und aus 4 werden 8 und aus 8 16 und dann 32, 64. Und nach wie vielen Tagen ist der Teich voll? Nach wenigen Tagen ist die ganze Welt voll. Das nennt man nämlich eine Exponentialfunktion. Gucken wir uns die Seerosen an, wie sie wachsen. Und dann sieht die Kurve dazu nämlich so aus. Das ist eine Exponentialkurve, die der eine oder andere ja vielleicht mal gelernt hat. Diese Exponentialkurve, das ist das Verrückte daran, korreliert genau mit der Weltbevölkerung. Das ist genau das, was wir sehen. Und da sind wir beim Thema Wachstum, Globalisierung. Das ist die tatsächlich die Entwicklung unserer Weltbevölkerung. Wir sind jetzt so bei 8, irgendwas Milliarden. Und das sind die Märkte, die hier aus dem Schwabenland und insgesamt aus Deutschland erobert werden. Wir stellen ja bedauerlicherweise nur 1% der Weltbevölkerung, künftig ein bisschen mehr, kommen ja gerade ein paar dazu, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber die Postleitzahl der Welt hat sich eben in unserer Lebzeit stark verändert. Als wir, Benz und ich, sage ich jetzt mal 60er Jahre, so Kinder waren, geboren wurden, da war die Postleitzahl der Welt, nämlich nach Kontinenten, Amerika, Europa, Asien, Afrika, war das 111. Wir waren alle ungefähr gleich groß, die Kontinente. Dann hat sich die Welt entwickelt. Bis vor wenigen Jahren war es 1 Amerika, 1 Europa. Wir reden immer über Milliarden, 2 Milliarden Afrika, 4 China. Und das ist die Welt, die wir zu unserer Lebzeit noch erleben werden. Es sei denn, Sie haben vor, hier direkt sozusagen zum Friedhof zu gehen. Das hat ja keiner vor. Wir werden noch erleben 1127. Und das ist die große Chance für alle deutsche Unternehmen. Wir werden das in unserer Formel gleich berücksichtigen. Diese Menschen sitzen noch nicht auf Walter Knoll-Möbeln, sitzen noch auf dem Boot oder auch in sehr unhandlichen Großküchen, die gerade aufgestellt werden, schlafen in diesen Betten, die mit Design noch nicht viel zu tun haben. Aber auch hier, das ist das Potenzial, glaube ich, für eine Firma wie Knoll, denn diese Leute wollen ja Wohlstand. Die Möbel, die sie bauen, verkörpern diesen Wohlstand und den Aufstieg. Das ist eine eigene Währung an und für sich, die sich eben nicht nur in Geld ausdrückt, sondern die auch zeigt, wenn sie auf dem Stuhl sitzen, sie haben es geschafft und zwar mit Anstand und ästhetischem Empfinden geschafft. Nicht einfach irgendwie nur, ich sag mal, auf amerikanische Weise nach oben gekommen und Big Money gemacht, sondern nach oben gekommen mit Stil. Für viele eine Sehnsucht und sie haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht, aus dieser Sehnsucht, werden das noch verfeinern mit der Marke und wir fassen zusammen. Sie brauchen also, Walter Knoll ist gleich, Mut und Exzellenz, Kreativität im Quadrat und Wachstum. Wir haben das Wachstum uns angeschaut, von der Seerose bis zu den Flüchtlingen, ganz viel Wachstum. Jetzt müssen Sie tapfer sein, was Sie auch noch brauchen, ein bisschen links müssen Sie sein. Ja, das ist in Schwaben ganz schlimm, der Vortrag war nett bis dahin, jetzt wird es tragisch. Ich sage nur ein bisschen links. Wir werden das mathematisch gleich relativieren. Also Sie dürfen, wenn Sie konservativ sind, richtig konservativ und sich Zukunft nur als Fortsetzung von Gegenwart vorstellen, dann wird es nichts werden mit so einer Möbelfirma. Dann wird es auch mit einer Autofirma nichts werden. Sie müssen bei alledem, wenn Sie Unternehmer sind, Fortschritt, progressiv sein. Und deswegen habe ich gesagt, links ist so eine Zutat, die nicht schaden kann, obwohl ich gelernt habe, dass Markus Benz in seiner Jugend nicht wirklich ein Linker war, außer ein bisschen verrückt mit der polnischen Freundin, 5 Jahre älter, das war zu Hause kein Selbstgänger, sagen wir mal so. Also ein bisschen links, wir relativieren das. Wir relativieren das bisschen und machen daraus also die Wurzel aus links sein, also nur die Essenz sozusagen. Nicht, dass man denkt, man müsste als Unternehmer so sein wie Sigmar Gabriel. Jetzt passiert ja der rote Faden, der geht ja manchmal verloren. Das ist ja das Verrückte, dass der im Leben manchmal verloren geht und insbesondere im Leben von Unternehmen. Disruptive Geschäftsmodelle nennt man das heute neumodisch, aber das gab es ja schon damals immer wieder. Der Krieg, würde ich mal sagen, beide Weltkriege hat die Firma überlebt, das war ja mal eine Disruption allererster Güte. Da ging der Faden aber kräftig verloren, die Gebäude waren praktisch weg. Auch
Der Niedergang und dann die Übernahme der Firma durch die Familie Benz würde ich auch als eine gelungene Disruption bezeichnen. Der rote Faden ging verloren, wurde wieder zusammengeknöpft. Und das kann Ihnen, Familie Benz und Familie Knoll, natürlich auch in der Möbelindustrie passieren, dass die Zukunft ganz anders aussieht als die Gegenwart. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Stellen Sie sich vor, man kann auf Lasern oder ähnlichen Strahlen schlafen und liegen und braucht gar keine Sofas mehr. Ja. In unserer Branche, wo uns das Papier ja gerade abhanden kommt und die Digitalisierung, da ist das ja so ähnlich passiert. Meine Kollegen weinen jetzt noch. Und wenn Verzweiflung ein Geschäftsmodell werden, dann werden die Medienhäuser in Deutschland alle reich. Also ich will sie bewahren davor und will Ihnen zeigen, die Zukunft könnte also so aussehen, im Wohnenbereich oder eben auch unter Wasser alles. Stellen Sie rechtzeitig also Unterwasserexperten ein, die Meere werden gerade entdeckt, auch fürs Wohnen. Da ergeben sich ganz neue Dinge. Ich vermute, dass Google auch bald in dieses Geschäft oder Amazon einsteigen wird. Vielleicht werden die Magnetfirmen auch, dann gibt es gar keine Stuhlbeine mehr und alles schwebt. Also, da ist viel zu tun. Sie brauchen, um unternehmerisch erfolgreich zu sein, dieses hier, Zuversicht. Sie müssen zuversichtlich sein, denn Mut, Kreativität, all dieses. Ein Unternehmer muss ins Gelingen verliebt sein, hat Heinz Dürr gesagt. Und ich würde sagen, das gilt für uns alle und für Unternehmer ganz besonders. Denn ohne die Zuversicht werden Sie die Zukunft nicht meistern können mit Verzagtheit. Ich sprach über meine lieben Kollegen, die heute nicht hier sind hoffentlich, wenn ich ein bisschen läster über die Verleger und die Medienbranche. Also Zuversicht brauchen Sie. Und um Sie ein bisschen auf Zuversicht einzustimmen, habe ich ein Wappentier für Sie mitgebracht. Ist ja auch logisch nach der Seerose das Pferd, oder? Das drängt sich eigentlich völlig auf. Das Pferd sollte, und das werden Sie nie vergessen, nach dem heutigen Abend Ihr Wappentier deswegen sein, weil es Ihnen Hoffnung und Zuversicht gibt. Denn das Pferd weiß besser als wir alle hier, was Disruption ist. Dem Pferd ist ja, gucken Sie, das Pferd hatte in der Landwirtschaft das Sagen. Das war die Landmaschine. Das hat die Kriegsführung komplett in der Hand gehabt und natürlich 100% aller Verkehre weltweit. Und dann passiert unweit von hier eigentlich das Schlimmste für das Pferd. Karl Benz fummelt in der Garage rum, Martha Benz bringt das Ding zum Laufen. Hier haben wir es nochmal und das Automobil entsteht. Wenn das mal nicht Disruption gewesen ist für das Pferd, das war alle Funktionen los. Auf einmal war da der Trecker. Wer braucht denn heute noch ein Pferd in der Landwirtschaft? Auf einmal war da der Panzer. Wir mögen das nicht, aber es ist der Panzer da und keine Pferdearmeen mehr. Na, und im Verkehr, ich habe hier leider noch ein VW, das Bild nicht rechtzeitig ausgewechselt. Ich wollte eigentlich auf Porsche gehen, vielleicht zur Feier des Tages hier im Schwabenland. Ja, also jedenfalls, das Pferd hätte sich, wenn es Journalist gewesen wäre, erhängt. An der Stelle von Disruption wäre das Pferd also sozusagen in der Ägäis oder sonst wo versunken. Er hat es aber nicht gemacht, sondern ist es Folgendes passiert. Und das gibt uns Zuversicht. Das Pferd hat im Rennsport eine neue Zukunft gefunden. Das Pferd ist für Frauen, die bis dahin gar nicht aktiv beim Reiten dabei waren, attraktiv geworden. Und heute ist die Bilanz für das Pferd sehr, sehr positiv. Denn vorher waren es 90% Arbeitspferde, bisschen Statistik schadet nicht, 99% Männer. Und dann hat sich das Bild verändert. Und es kamen Freizeit- und Sportpferde, 80% Frauen und so viel Umsatz wie noch nie. Also, Disruption als Chance, Zuversicht, wollte ich sagen, ist hier ein ganz wichtiges Merkmal. Über Sex sprechen wir gleich. Aber ich will sagen, dass Sie Zuversicht in hohen Dosis benötigen, um als Unternehmer überleben zu können. Was hat das Ganze jetzt, Gottverdammt, mit Sex zu tun? Eine ganze Menge. Die Familie Benz ist ja mit 4 Kindern gestartet, mit Papa Benz, jetzt bei 2 gelandet. Ich will sagen, das ganze Unternehmerdasein hat eine biologische Komponente. Wenn wir aussterben, gibt es auch keine Unternehmer mehr. Das heißt, wir dürfen bei allem studieren, in London, in New York und sonst wo, im Harvard Business, sonst was, kann man am Ende die Firma ja die Nachfolgeregelung nicht machen. Deswegen muss man sich Zeit nehmen, auch für die anscheinend unwichtigen Dinge, damit der Mittelstand eine Chance hat, oder? So schließt sich hier der Kreis. Und
Wir gehen unsere Formel durch, Mut und Exzellenz, ganz viel Kreativität, weltweites Wachstum, bisschen links sein im Quadrat, Zuversicht hoch 6 und dann haben wir es eigentlich zusammen und das ist die Formel, die ich Ihnen gern zum Geburtstag schenken würde. Liebe Familie Benz, liebe Familie Knoll, die Formel ist leider so lang, dass sie gar nicht auf Ihre schönen Möbel passt. Ich habe es versucht, knapp mit dem Sofa, aber auch nicht so richtig. Deswegen mein Vorschlag, wir packen das auf Ihr Firmengebäude. Ja, nehmen Sie das als Geschenk einfach an, die Formel für Sie entwickelt. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, danke.